Der SV 90 Walbeck lud zu seinem vierten Hallenturnier am 2. Februar in die Druschbar Sporthalle Hettstedt ein. Neben den Gastgebern waren es folgende sechs Mannschaften, die vom Hallensprecher einzeln vorgestellt wurden: Traktor Westdorf, Berry Aschersleben, Blau-Weiß Alsdorf, Edelweiß Arnstedt 2, die SG Wippertal 2 und der SV Freckleben 1990. Begrüßt wurden alle Teilnehmer vom Präsidenten des SV 90 Walbeck, Harald Ruppenthal. Er wünschte dem Turnier gutes Gelingen. Man hielt sich nicht lange mit der Vorrede auf und startete gleich in die Spiele. Aufgrund dessen, dass eine Mannschaft weniger vor Ort war als ursprünglich geplant, entschloss man sich, die sieben Mannschaften jeder gegen jeden spielen zu lassen. Und zwar jeweils 12 Minuten. Im Auftaktspiel hier im Bild trafen die Gastgeber vom SV 90 Walbeck auf Traktor Westdorf. Es ging gut los für die Walbecker, die sich in dieser Partie 3 zu 1 durchsetzen konnten. Aber es ging Schlag auf Schlag, so wie es typisch ist für ein Hallenturnier. Mannschaft für Mannschaft präsentierte sich den Zuschauern. Es waren insgesamt 21 Partien, die die Zuschauer genießen konnten. Dabei gab es eine ganze Bandbreite von zählbaren Aktionen. So waren zwei Nullnummern dabei. Jedes Mal der Gastgeber beteiligt, so spielten sie 0 zu 0 gegen Freckleben und auch gegen die SG Wippertal 2. Den höchsten Sieg des Tages fuhr Blau-Weiß Alsdorf wiederum gegen den SV 90 Walbeck ein. Am Ende hieß es 5 zu 1 für die Gäste aus dem Grund. Die hatten übrigens insgesamt auch die beste Vorstellung gegeben und mit 16 Punkten holte sich Blau-Weiß Alsdorf an diesem Tag den Pokal. Herzlichen Glückwunsch. 2 Punkte dahinter die Spieler vom SV Edelweiß Arnstedt, zweite Mannschaft. 11 Punkte erreichten die Frecklebener. Auf dem vierten Platz dann die Gastgeber mit 6 Punkten. Auf Platz 5 der SV Traktor Westdorf, 4 Punkte, genauso viel wie Berry Aschersleben, aber die Westdorfer hatten das bessere Torverhältnis. Und auf dem undankbaren letzten Platz die Spielgemeinschaft Wippertal 2 mit 2 Punkten. Insgesamt war dieses vierte Hallenturnier des SV Walbeck eine runde Sache, machte den Zuschauern und Spielern viel Spaß und man darf gespannt sein auf die fünfte Auflage im nächsten Jahr.